Freunde, ich stecke in der Klemme und es freut mich, denn ihr lassen mir Gesellschaft. Herzlich willkommen. Ja, es gibt Neues in der Klemme, war ja schon angekündigt. Hier jetzt das zweite Video und das Video ist ein bisschen spezieller, denn wir haben es hier nicht mit klassischen Klemmbausteinsets zu tun, sondern einerseits schauen wir uns Mosaike an von Bloxbox. Kennt ihr vielleicht schon, habe ich mal schon ein Video gezeigt. Und andererseits schauen wir uns U-Gears an. Oh, das machen wir gleich nochmal. Freunde, ich stecke in der Klemme und es freut mich, denn ihr lasst mir Gesellschaft. Herzlich willkommen. Ja, es gibt Neues in der Klemme. Das zweite Video dazu war ja schon angekündigt. Und das ist ein bisschen ein besonderes Video, denn wir schauen uns keine klassischen Klemmbaustein-Sets an, sondern sehr, ja, spezielle Sachen. Einerseits Mosaike von Bloxbox. Kennt ihr vielleicht, habe ich schon mal vorgestellt, habe ich den Elvis euch einmal gezeigt. Und andererseits U-Gears. Und U-Gears hat ja im Prinzip gar nichts mit Klemmbausteinen zu tun, aber es ist ebenfalls ein netter Zeitvertreib, ein kreativer Zeitvertreib, ein Bastelspaß und passt auch sehr, sehr gut in die Klemme. Und ist auch bis dato schon sehr, sehr gut angekommen. Die Woche, wo das hier war, wurde das doch schon gut gekauft und freut mich natürlich, denn ich kann 100% dahinter stehen, macht wirklich Spaß. Starten wir mit Bloxbox. Hieß es ja so, Real Talk wieder zwischen uns, ne? Ist ja, seid ihr auch schon gewohnt, mit dem Sascha, mit dem übrigens frisch gebackenen Vater, alles Gute auch auf diesem Wege, Sascha, ist ja der Chef von Bloxbox, mit dem habe ich eine Art Kommissionsvertrag, das heißt, ich suche mir ein paar Sachen aus, die schicke dazu, die verkaufe ich hier, kriege eine kleine Provision. Das sorgt dafür, dass ich da relativ flexibel sein kann, ich kann immer wieder mal die Sets tauschen und ich kann mal schauen, was angeht und was überhaupt bei euch ankommt, ohne jetzt großartige Risiken einzugehen. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass ich hier kein Vollsortiment habe. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, schon gar nicht, wenn man, und die Leute, die sich damit beschäftigt haben, die wissen das ja, es gibt ja bei Bloxbox auch einen, ja, Mosaikgenerator, das heißt, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Wenn die Möglichkeiten unbegrenzt sind, ist entsprechend auch das Vollsortiment unbegrenzt und das geht ja nicht. Deswegen, ich habe jetzt ein bisschen was ausgewählt. Mal schauen, wie das bei euch ankommt. Wir können über alles reden. Ihr könnt gerne vorbeikommen und sagen, hey, ich hätte gerne das oder jenes, dann besorge ich das. Auch Sonderwünsche sind gerne gesehen. Von einem Kunden machen wir jetzt gerade den Jupiter, also wir, der Sascha. Gibt ja verschiedene Planeten, die kommen übrigens wieder, die sind jetzt hier nicht dabei. Auch die Erde sowieso, der Mars und der Mond, der an sich kein Planet ist, aber ein Himmelskörper, der kommt auch wieder. Was habe ich da? Nicht allzu viel, aber genug. Um es kennenzulernen, würde ich sagen, wir beginnen mit der Mona Lisa. Die Schachteln, das habt ihr vielleicht eh auch noch im Kopf, sind alles so Pizzakartons und dann gibt es eben kein Cover oder sonst irgendwas, sondern wir haben hier ein kleines Bild. Ne? Mosaike, also einmal Einsteine, die ihr auf Platten draufklemmt. Mona Lisa. Dann haben wir hier einen Stein, nämlich den Einstein. Den Albert. Kann man machen. Die Marilyn Monroe. Wunderhübsche Frau. Ein absolutes Sexsymbol war sie, obwohl sie in keinster Weise wirklich an sich nach heutigen Standards oder wie auch immer perfekt war. Aber ich glaube, diese Unperfektheit hatte sie so wunderschön gemacht. Aber darüber kann man lange philosophieren. Eigentlich relativ egal auch. Marilyn Monroe. Na gut, den kennen wir schon, den Big Searson, den Preselmeier, den Elvis Presley, den habe ich natürlich auch, den könnt ihr euch auch hier live anschauen, vor Ort. Der hängt bei mir an der Wand, dort wo er hingehört, der Elvis, nicht? Genau, und wenn ihr sagt, ja, das sind ja nur Persönlichkeiten, ja, das stimmt, das ist richtig, aber man kann natürlich alles Mögliche machen, auch Gebäude oder Landschaften, und ich habe hier zum Abschluss eines, das ist doppelt so groß wie die Sets, also da kriegt man zwei Platten, man hat auch wirklich sehr viel zum Klemmen, ist dann auch natürlich größer, nämlich den Times Square von New York. Genau. Kann man das sehen? Ja, ich denke schon. Sehr, sehr cool. Auch wenn der Fokus wieder verrückt spielt, aber mein Gott, das kennt man ja von mir. Jetzt ist es so, ihr könnt euch sicher erinnern, da stehe ich sogar auf, bei dem Video damals zu Elvis habe ich gesagt, hey, sucht euch was aus und das machen wir dann. Das wird dann ein Klemmes-Spezial,
am besten mit Österreich-Bezug, mit Wien-Bezug und habe ich da ein paar Sachen vorgeschlagen. Das Riesenrad vom Wiener Prater zum Beispiel, den Stephansdom oder was auch immer. Und ihr habt euch für etwas entschieden, das habe ich dann gemacht. Und ja, es ist keine Landschaft oder sonst irgendwas, das ist auch eine Persönlichkeit geworden. Und darüber bin ich eigentlich relativ happy. Denn mit dieser Persönlichkeit kann ich mich recht gut identifizieren. Der hat einmal einen Spruch gesagt, ein Zitat von ihm, das auch genauso gut von mir hätte kommen können. Das war ungefähr nach dem Motto, für manche Menschen bin ich ein Brechmittel. Na Gott sei Dank, wenigstens irgendwas. Und ja, lass mich einfach so stehen. Der Falco. Ein Wahrzeichen Österreichs, oder? Ich finde schon. Ab jetzt in der Klemme und auch bei Bloxbox. No, na, natürlich. Wenn er schon so etwas designt mit mir, dann will er das auch selber irgendwo anbieten. Ist ja auch kein Problem. Aber wir wissen, ne, ihr und ich, wir wissen, das hat hier den Ursprung und das hatte hier den Anfang. Schön. Freue mich, dass das so gut geklappt hat. Mit dem Sascha bin ich wirklich happy. Ein super Kerl und ja, ein Vorbild, wenn es darum geht, B2B zu machen. Aber das war's. Mehr sage ich dazu nicht mehr. Ich mache mal einen kleinen Cut und dann schauen wir uns U-Gears an. Das wird super. Bis gleich. Ja, willkommen zurück zu U-Gears. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ja, grundlegend einmal, was ist U-Gears? Wir haben es hier mit Holz-3D-Bausätze zu tun. Manchmal lese ich auch den Begriff Puzzle-Bausätze oder dergleichen. Für mich sind das einfach Bausätze. Wir haben hier Platten, Holzplatten, die wurden schon vorgelasert, damit man eben dann die einzelnen Module rausbrechen kann, vorsichtig, und dann zusammenstecken kann. Und dann, ja, hat man ein Ergebnis. Das Schöne daran ist, man braucht hier keinen Kleber oder sonst irgendetwas. Das funktioniert einfach so, einfach nur durch Stecken. Somit haben wir doch durchaus ein bisschen ein Connect zu unserem klassischen Hobby, nämlich den Klemmbausteinen. Man kann sich da ein bisschen behelfen, indem man ein kleines Teelicht nimmt, ne, und das Wachs dann auf die Gears träufelt, damit man dann damit das Ganze dann besser flutscht. Weil, und das ist der Clou, es heißt U-Gears, weil wir hier auch sehr viele Zahnräder verbauen, und durch diese Zahnräder hat man eine Funktion, da bewegt sich etwas, es tut sich etwas, und das ist das Schöne. Und wenn man möchte, also die Kunden, die das bisher schon probiert haben, haben gemeint, das ist nicht notwendig, ich habe es bisher auch noch nicht verwenden müssen, aber es hilft. Das Wachs sorgt dafür, dass das Ganze ein bisschen seidiger läuft. Es gibt hier verschiedene Größen und wir sagen, wir fangen an von klein nach groß, kennt man ja, ne? Zum Beispiel hier, das sind so kleine Vierer-Packs. Hier braucht man vier kleine Sets. Hier haben wir zum Beispiel Fahrzeuge. Ne? Genau. Und da sieht man jetzt auch gleich mal, wie das Ganze aussieht. Da sieht man so ein Zahnrad und verschiedene einzelne Bereiche. Und die stanzt man aus und baut sie dann zusammen nach einer Anleitung. Genau, das funktioniert sehr, sehr gut. Hier haben wir Flugmaschinen. Das sind kleine, nette Mitbringsel. Absolut. Ja. Ich denke jetzt gerade an Weihnachten, deswegen habe ich sie auch drinnen. Wobei ich jetzt schon eigentlich fast schon hundertprozentig sagen kann, dass das in der Klemme dauerhaft Einzug finden wird. Aber für Weihnachten ist das ein ideales, schönes Geschenk. Und natürlich, wenn man Flug und Fahrzeuge haben. Auf der Straße haben wir auch welche am Wasser. Das sind die hier. Und man sieht hier eben auch überall diese Zahnräder, wo sich eben dann etwas bewegt. Bei diesen kleinen Sets passiert nicht allzu viel, aber doch auch. Ne? Und das ist ein super Start zum Reinschnuppern. Apropos Weihnachten, da haben wir so Ornamente. Und in Wahrheit hat man das ja eh überall, das sind so kleine Ösen, damit kann man das auch am Christbaum aufhängen, zum Beispiel. Und das würde sich natürlich anbieten, weil das sind eben so weihnachtliche Sets. Ne? Da sieht man auch die Ösen sehr, sehr gut. Kann man schön aufhängen auf einem Christbaum. Für Film, Musik und Kunst in allgemeinem haben wir hier ein Set. Auch schön. Die werde ich euch auch mal vorstellen. Apropos vorstellen, ich werde euch die zeigen,
Es gibt ein großes Set, das habe ich selber nicht gebaut, das wurde mir zur Verfügung gestellt. Und der Jürgen hat natürlich auch etwas gebaut oder ist dran. Und wenn er damit fertig ist, dann werden wir ein gemeinsames Video machen. Und dann seht ihr das auch mal in live. Das war Weihnachten, dann war Silvester. So kleine Silvester-Sets, Neujahres-Sets, auch die kann man am Christbaum hängen, warum nicht? Oder irgendwo anders hin. Ihr könnt auch Ohrringe draus machen, wenn ihr wollt. Das bleibt euch überlassen. Wer bin ich, dass ich euch sage, was ihr zu tun habt? Ihr könnt das doch machen, wie ihr wollt. Wollt ihr Ohrringe? Bitte. Da. Schickt mir ein Foto. Würde ich gern sehen. Und dann haben wir hier noch vier weitere Sets. Kleine, liebe Sets. Da ist ein Herz dabei, eine Gatze und noch ein paar andere Dinge. Auch lieb. Ja klar, tut niemandem weh. Super. Super zum Reinschnuppern, denn empfohlen ist, also das empfohlene Alter ist 14. Denn, das muss man schon sagen, so einfach ist das nicht. Ja? Ich meine, man kriegt das hin, das ist kein Problem, wenn man ein bisschen geschickt ist. Aber so simpel ist es nicht. Und vor allem die späteren Sets, das ist dann schon, ja, ihr werdet das dann schon noch sehen. Hier haben wir mittlere Sets, das haben wir eine Steampunk-Uhr. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn ihr wollt, dann geht zur Noppenstein-Welt. Da hat der Peter das schon mal vorgestellt. Der Name würde euch jetzt nichts sagen, macht er nichts. Aber auch eben, ihr seht, schon langsam kommt das in unserem Hobby dann auch irgendwie. Findet Einzug, dass die Leute sich das einmal anschauen, weil das wirklich interessant ist. Auch der Sven Gadget hat da diesbezüglich ein Video einmal gemacht, bilde mir ein. Wenn ich es finde, werde ich das unten verlinken. Ein Mars-Buggy. Naja, klar. Wenn wir mal am Mars fahren, dann brauchen wir was zum Fahren. Ne? Dann brauchen wir ein Buggy. Und der könnte so aussehen. Er könnte so aussehen. Ja. Bewegt sich natürlich, ganz klar. Das ist ja der Sinn. Das ist ja der Grund, warum man das macht. Bewegliche Teile, das ist das Schöne. Apropos, ja, ein Stückel ist das jetzt sinnbefreit, aber es ist wieder so sinnbefreit, dass es lustig ist. Wir haben hier einen Wheel Organizer. Das heißt, du hast vorne so ein, ja, so ein Lenkrad, wenn man so will, wie man das von den Schiffen kennt, von den alten. Und dahinter bewegt sich dann so ein Rondell, wo man dann eben seine Stifte sich sortieren kann. Und na, ich brauche jetzt einen grünen Stift, dann gibt es harten Einschlag Backboard und dann, ja. Sinn? Na, einfach so. Macht ja Spaß. Ist ja total lustig irgendwie. Falls ihr jetzt gleich meine Webseite stürmt und untersucht, es ist noch nicht online. Es geht einfach darum, dass ich hier das noch ein bisschen ausprobieren möchte, aber vom Gefühl her werde ich die nächsten Tage diese Sets online stellen. Dann könnt ihr das auch online kaufen. Und wir haben hier einen Kalender. Ja, ein Kalender. Ganz, ganz simpel. Cool, oder? Ich finde schon. Einen coolen Kalender. Kommen wir zu größeren Sets. Und da gehe ich jetzt einfach querbeet durch. Ihr werdet dann schon sehen, dass es auch wirklich komplexe Sets gibt. Das zum Beispiel könnte so eines sein. Das ist ein Motorrad mit, also mit einem Sidecar. Ne? Hinten sieht man noch das Bild. Das Ganze ist made in der EU, also in der Ukraine in dem Fall. Also, ne, das ist schon mal für manche von euch vielleicht ein Argument. Also, dafür. Ne. Dann haben wir hier, das ist gleich eines der Top-Sets, wie ich finde, nämlich ein cooles Forschungsschiff. Wahnsinn, oder? Und ich behaupte mal, da geht einiges ab und ich behaupte mal, das ist jetzt nicht für jeden. Da braucht man vielleicht schon ein bisschen Erfahrung oder sehr viel Können, um das auf Anhieb so hinzubekommen.
Aber warum nicht? Und da seht ihr dann da hinten, ne, den Kran kann man bewegen zum Beispiel. Cool, oder? Da gibt es viele Möglichkeiten. Ja? Also hier eine Lok mit einem Tender dahinter und den kann man auch abkoppeln. Was seht ihr hier? Genau. Und auch das ist sehr, sehr schwer. Also da gibt es wirklich viele Platten und da gibt es wirklich viel zu tun und da bewegt sich auch alles da vorne. Ja, das ist alles beweglich dann. Das ist dann alles beweglich. Na super. Na, wenn das keinen Spaß macht, das ist was Besonderes. Absolut. Wollt ihr ein Fahrzeug? Ja, dann kriegt ihr ein Fahrzeug. Nämlich hier einen Oldtimer. So eine Art, keine Ahnung, Rennwagen. Hm? Genau. Cool. Schön. Dann haben wir hier ein Fluggerät mit einer Abschussrampe. Also, das seht ihr dann hier. Sicher auch lustig. Netter Spaß. Ja, wieder ein fettes Set. Wahrscheinlich eines der fettesten. Yeah. Das ist ja mal was, oder? Ein fetter Truck. Ich glaube, da sitzt man auch ein bisschen dran. Und ich glaube, das Ergebnis wird einfach nur toll aussehen. Ich glaube, das Ergebnis wird einfach nur überzeugen. Apropos überzeugen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Der Importeur, der das nach Österreich importiert, da bin nicht ich, der hat auch einen Christkindlmarktstand. Das heißt, wenn ihr wollt und ihr seid in Wien und ihr wollt das mal wirklich mal in großen Mengen sehen, was es da wirklich alles gibt und auch aufgebaut und dergleichen, dann ja, es sind ja bald die Christkindlmärkte, schaut vielleicht vorbei, dann seht ihr, was es da noch so gibt. Ansonsten kommt bei mir vorbei. Ne? Auch bei mir und genauso wie vorhin bei Bloxbox. Wenn es etwas gibt, das euch interessiert, was ihr gerne hättet, dann sagt mir das und ich besorge das. Das ist überhaupt kein Problem. Ähnlich wie bei Bloxbox ist es auch hier bei U-Gears so, dass ich wirklich einen super Kontakt bekommen habe, mit dem alles reibungslos funktioniert. Bin ich wirklich, wirklich happy und so macht das Spaß für uns alle. Apropos Spaß, ein Cadillac. Super, oder? Und das seht ihr dann auch hier wieder. Ja, ihr könnt Türen aufmachen und. Da tut sich einiges, da passiert was. Ja, da steckt man nicht nur einfach zusammen und das war's, sondern da passiert einiges. Super, ein Cabriolet. Ein Cabriolet. Sehr, sehr schöne, verspielte Sets gibt es. Zum Beispiel hier dieser Safe, den man nicht so einfach aufkriegt. Der so konzipiert ist, dass man ne, da ein bisschen eine Kombination braucht und so. Ne. Super, oder? Macht doch Spaß. Ja. Als echter Safe funktioniert das nicht, weil den kann man einfach niederfackeln, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ja. Dann haben wir hier eine mechanische Box. In Wahrheit kann man das auch als Visitenkartenspender verwenden. Ja, man dreht dann, die Box geht auf und da ist dann die Visitenkarte drinnen. Ist doch super. Sollte ich für mich machen, wenn ich Visitenkarten hätte, die aktuell sind. Habe ich aber nicht. Super. Macht Spaß. Fantastisch. Das ist wahrscheinlich eines der Hauptsets. Wahrscheinlich eines der beliebtesten Sets und das ist wirklich toll. Zwar sehr feminin, aber die Schönheit dieses Sets ist eigentlich kaum in Worte zu fassen. Eine Blumensphäre. Wir haben hier diese geschlossene Blume und durch die Zahnräder öffnet sich die Blume. Und darin, also ob das nicht schon genug wäre, ist dann eine Ballerina, eine Tänzerin.
Ich meine, das kann man ja kaum noch toppen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ein Zahlenschloss. Ganz simpel und einfach. Ein Zahlenschloss. Cool, wie ich finde. Hier haben wir eine kleine, ja, antike Box. Und wie schaut die von innen aus? Na, schaut's. Da geht einiges ab. Das ist doch unglaublich. Also, ich habe Yu-Gi-Oh! Zum ersten Mal bei meiner lieben Freundin, der Maria, zu Hause gesehen und ich war sofort davon begeistert und musste die haben. Ich musste sie alle haben. Ihr kennt mich. Und ja, hat dann auch sehr, sehr schnell funktioniert. Das freut mich. Man muss nicht immer ärgern. Man kann auch manchmal super B2B-Erfahrungen haben. Und das war wirklich wundervoll und ich bin wirklich sehr, sehr happy damit. Eine Schatzkiste. Eine schöne Schatzkiste. Eine meiner zwei Schwestern, die ihr auch gerne mal besuchen könnt in ihrem Geschäft, beim Asmalia, die ist auch ein sehr, sehr großer Fan davon, hat davon einige schon zu Hause und ist auch relativ happy, dass ich die jetzt auch im Sortiment habe, weil auch sie kann dahinter stehen und das ist auch wichtig, wenn man auch in der Familie Rückhalt hat. Ne? Das ist eine Schmuckbox. Genau. Dann war da wieder ein Motorrad. Also klassisch, sage ich jetzt mal. Ne? Genau. Und zu guter Letzt, also nicht zu guter Letzt, es gibt da noch drei weitere, aber zu guter Letzt von dieser Größe gibt es da so kann man Luftballon aufblasen. Also, wenn jemanden kennt, nicht, der nicht blasen kann, dann schenkt ihr ihm das und dann kann man das auch so aufblasen. Ist ja dann irgendwo auch, genau, aus der Ecke kommen immer raus, glaube ich. Apropos Ecke, ich hole da was aus dieser Ecke und da gibt es noch drei weitere Sets, die wirklich sehr, sehr spannend sind. Bis gleich. So, es gibt noch drei weitere Sets, die finde ich sehr, sehr toll, weil sie sehr viel mit Augmented Reality spielen und weil man auch hier wirklich sehr viel lernen kann und das ist sehr, sehr gut für mich. Ja, das ist sehr gut für mich, denn letztens erst, nicht allzu lange her, als dieses Video entsteht, gab es ein nettes Kommentar unter einem meiner Videos, wo ich mit dem Jürgen ein Video hatte und da wurde gesagt, ja, wenn man sich den Jürgen anschaut und mich, dann glaubt man, das ist irgendwie so wie Hör mal, wer da hämmert, ja, wo der vermeintliche Star der Show eigentlich sich Nüsse auskennt, überhaupt keine Ahnung hat, der absolute Dilettant ist und der Jürgen ist dann eigentlich der heimliche Star. Und mich freut das wirklich, denn das war genau die Intention dahinter. Ich meine, ich weiß, was ich kann und ich weiß, wo ich Wissen habe und wo nicht und ich kann meine Stärken und Schwächen sehr gut einschätzen. Abgesehen davon geht es mir wirklich darum, dass ich meine Gäste, wenn ich sie schon da habe, dass ich sie auch wirklich erblühen lasse. Es bringt mir nichts, wenn ich einen Gast habe und ihn runterbuttere die ganze Zeit. Bringt ja nichts. Ich will jetzt nicht öffentlich zugeben, dass ich mich manchmal dümmer stelle, als ich bin, aber es könnte mitunter passieren. Was aber Technik angeht, ja, und dazu kommen wir jetzt auch dann gleich, da habe ich de facto wirklich ein bisschen ein Potenzial nach oben. Deswegen ist auch der Jürgen da bei den Technik-Sets, weil das für mich nicht meine Welt ist. Ich verkaufe das, das gehört dazu. Privat baue ich gerne andere Sachen und ich meine, es gibt ja so Leute, oder? Es gibt Leute, die bauen gerne Technik, es gibt Leute, die bauen gerne Modulars, es gibt Leute, die bauen eben keine Modulars. Manche mögen Militärsachen, manche mögen das überhaupt nicht und. Ja, mein Gott. Und Technik, ja, ich baue gerne mal einen Schmetterling von Sembo oder dergleichen. Das ist lieb.
Aber so ein fettes, großes Auto, das gibt mir aber überhaupt nichts. Aber wurscht. Damit ich nicht ganz so dilettantisch rüberkomme, könnte ich das jetzt nehmen und etwas dazulernen. Nämlich, wie man, ja, wie so eine Schaltung funktioniert, so eine Gearbox. Wie funktioniert das? Kann man damit lernen? Sieht man auch da hinten dann. Super. Gibt es eben eine App. Und dann lernt man, hey, so funktioniert eine Gangschaltung in einem Auto. Und dann bin ich nicht mehr ganz so ein Dau. Bin ich dann nicht mehr ganz so ein Scheutel. Zum Beispiel. Oder wie ein Differential funktioniert. Na, super, oder? Da könnte ich mir das anschauen und dann kann ich beim nächsten Video mit dem Jürgen brillieren. Dann weiß ich nämlich ganz genau, wie das geht. Sehr, sehr schön. Finde ich toll. Auch hier eben gibt es eine Interaktion mit einer App, die man sich auf dem Handy runterladen kann. Die ist natürlich gratis. Und dann hat man eben so eine Augmented Reality. Und super. Und zu guter Letzt, naja, das weiß ich schon, Gott sei Dank, nämlich. Ja, wie quasi eine Kasse funktioniert, wenn man so will. Genau. Gott sei Dank, oder? Zumindest das funktioniert. Super. Ja, das war's. Wie gesagt, ein sehr spezielles Video, aber lasst uns teilhaben, lasst mich teilhaben. Schreibt in den Kommentaren, wie steht ihr zu den Mosaiken von Bloxbox? Habt ihr vielleicht sogar da schon mal etwas probiert? Habt ihr da mit dem Mosaikgenerator gespielt? Wie ist eure Erfahrung dazu? Habt ihr vor, euch da mal so ein Mosaik zu besorgen? Wenn nein, warum? Würde mich sehr interessieren. Und wie steht ihr zu diesen U-Gears-Sets? Ist das etwas für euch? Sagt ihr, ja, das ist vielleicht nichts für mich, aber ich kenne jemanden, der sich darüber freuen würde. Seht ihr das als eine nette Ergänzung zu eurem Hobby? Könnte man das vielleicht mal ausprobieren, weil das doch irgendwie artverwandt dann doch ist, oder? Ja. Ich bin immer interessiert an eurer Meinung und deswegen haltet euch nicht zurück. Ich lese alles, ich beantworte kaum was, aber hey, so ist das Leben. Ich freue mich über jede Kritik, auch wenn sie manchmal sehr, sehr böse ist, aber. Man braucht in den frühen Morgenstunden beim ersten Kaffee braucht man auch mal was zum Lachen. In diesem Sinne, bringt mich zum Lachen. Bis zum nächsten Mal, schöne Grüße. Euer Mikkel. Ich bin's wieder. Ich habe Folgendes jetzt nicht vergessen. Ich habe da extra gewartet bis zum Ende. Ich wusste auch nicht ganz genau, ob ich das wirklich sagen soll, aber ich mache es dann trotzdem. Weil das lässt mir keine Ruhe. Vielleicht bin ich schon total verdorben, das kann natürlich sein. Vielleicht bin ich total verdorben und die Ukrainer, die das gemacht haben, die haben einfach eine ganz normale weiße, reine Weste. Oder aber, ich bin nicht verdorben und die haben sich da einen doppeldeutigen Spaß erlaubt. Denn bei diesen Sets gibt es da oben immer so einen kleinen Spruch und der ist dann schon sehr pornös. Pornös, ist das ein Wort? Ja, das ist ein Wort. Man stellt sich vor, ihr baut einen Liebesbot, ja, und einen Hubot, da gibt es auch mal so eine Serie, und also, ne, und dann lest er mal diese Sprüche durch und dann sagt mir, das ist nicht doppeldeutig. Sagt mir, dass ich so schon, ne, bin. Also zum Beispiel, assemble me, start me. Okay, das geht noch, ne? Das geht noch. Gut, gestartet. Dann assemble me, explore with me. Okay, wird schon spannender. Wird schon heißer, oder? Assemble me, open me up. Okay, das ist ja eine eindeutige Aufforderung. Assemble me, let me blossom. Das werden wir. Ja.
okay, assemble me, cross the finish line first. Das höre ich zwar zum ersten Mal dann, aber gut, gerne. Ich meine, das wird sowieso passieren, aber okay, danke für die Erlaubnis. Und, also, wenn das alles nicht für euch überzeugend war, dann assemble me, fill me up. Was? Und jetzt sagt mir, ich bin so gestört. Oder hat man sich da, ne, einen netten, keine Ahnung. Keine Ahnung.